Hallo und herzlich willkommen zurück zum Shadow Gameplay von Path of Exile. Und es hat sich eine Menge getan. Ich bin jetzt in Creel, dem zweiten Schwierigkeitsgrad. Und mein Shadow ist momentan Level 41. Wurde sehr, sehr zäh, sehr stark. Und gute Magic Find Sachen, Stats. Dazu, ja, die Resistenzen immer noch im Keller, vor allem Chaos-Resistenz. Aber hat jetzt Dodge gegen Spell Damage, also Ausweichchance. Ja, eine Blockchance von 17%. Und jetzt eine neue Aura. Ich habe die Clarity Aura jetzt ausgemacht, die brauche ich nicht mehr, hab genug Mana. Und habe jetzt die Haste Aura. Es erhöht die Attack, die Zaubergeschwindigkeit und die Gehgeschwindigkeit, ja, zweimal um 9 und einmal um 4%. Neue Ausrüstung habe ich auch. Zuerst mal die Mightflay Dolche. Die haben sehr gute Life Leech, Life of the Age Kill. Und ja, Schaden natürlich, kritische Trefferchance. Dazu hier eine Maske, die werde ich bald mit einer besseren Rarity Found Mask Helm austauschen. Hier habe ich zum Beispiel gute Magic Find Handschuhe. Die Ausrüstung, die Rüstung ist gleich, glaube ich noch. Die Schuhe sind jetzt neu, hat 18% Increased Rarity Chance. Und ja. Okay, gut, den Hammer habe ich immer noch. So. Mal schauen, was für Items ich habe. Gesammelt jetzt. Nichts Gescheites. Schade. Also gehen wir mal in den Friedhof. In den Schiffsfriedhof. Und klopfen ein paar Monster. Also ich habe jetzt viel weniger Probleme mit den Monstern. Ich habe eben noch die Frenzy Aura. Die Frenzy Charges. Wo nach einem Schlag geben. Jetzt habe ich hier so drei Bubbles. Also diese Charges um mich. Das heißt, dass ich jetzt erhöhte Attack Speed und ja, nur erhöhte Attack Speed, glaube ich, und Schaden vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung. Vor allem werde ich dann natürlich schnell. Das mache ich immer dann bei den Rares Monstern, Boss Monstern und so. Und erhöht die Survivably wegen dem Life Leech sehr. Ja, die Gegner sind halt jetzt ein bisschen zäher geworden. Das ist klar bei einem neuen Schwierigkeitsgrad. Aber schadentechnisch können die Monster einfach nichts hier. Ja, und es ist um einiges schneller jetzt. Auch durch die Dolche. Eine Grundgeschwindigkeit von 140, glaube ich. Der Hammer hat ja nur 80. Also das sind 1,4 Angriffe pro Sekunde. Stuck fast. So. Gehen wir die Allflame suchen. Die ist so in einem Schiff Friedhof. Also in einem Schiff vom Friedhof. In einer Höhle. Ja, von diesen Charge-Angriffen, von diesen Dings ist nur noch ein bisschen schwach. Ich kann gut ausweichen denen. Ja, da hat jetzt zum Beispiel einer angegriffen mit dem Charge, dem
Ja, es ist auf Deutsch so gut. Raumattacke irgendwie. Und hier ist so eine Ramme. Ja. Ungefähr 15% verloren. Leben. Sofort wieder aufgefüllt. Ah, hier ist der Ding. Der Stab brauche ich jetzt nicht zu identifizieren. Ja, was gibt's hier? Naja, genau, diese Frenzy-Geister. Die, nicht Frenzy, Flickerstrike, genau. Sind jetzt noch nicht aufgetaucht. Aber sie sind gleich eigentlich immer da. Diese kleinen Glühwürmchen sind noch ein nettes Detail. Wieder ein Rare. Ist schon tot. So, da küsst aber nichts. Eine Sackgasse. Ah, hier sind die Geister. Cursed Marine. Die teleportieren auf mich. Schlafen dazu. Das ist der Flicker Strike. Den kann man auch als Duellist zum Beispiel sehr gut benutzen. Der hüpft dann immer zwischen den Gegnern links um, wenn er noch Frenzy Charges hat, dann hat er keine Abklingzeit. Aber ist leider sehr, sehr kostspielig mit Mana. Aber auch sehr defensiv, also. Weil er natürlich immer hinbohrt, ich kann den Gegner ihn nicht so gut treffen. Ist dann sehr defensiv. Aber wenn er mal getroffen wird, dann, ja, Autsch. Das ist genauso wie bei meinem. Wenn ich das Life-Leech nicht hätte, ich würde sofort tot sein. Aber eben, das ist mein MF-Charakter und der kann sterben, wie er will. Er muss ja eigentlich Items suchen und nicht irgendwie weiterkommen oder so. Ja, das Tower Sheet. Gehen wir mal kurz diese Sachen verkaufen. Zurück. Das ist ein kleiner Camp. Hallo. So, wir kaufen hier diesen Schrott hier. Und bekommen natürlich wieder mal nur Schrott. Be careful. Ja, was können wir austauschen? Weil eine dieser Chaos, Jaws Orbs. Oder? Die schenke ich der. Nein, die Transportation. Schenke ich der Gilde. So. Die hat jetzt ein neuer Tab. Sachen reingelegt, man. 78 Spare Damage. Nicht schlecht. Ja, viel zu wenig Damage hier. Aber dafür Mauik. Mana aufgegained und Kill. Plus 6. Ja, sonst ist eigentlich nichts Besseres noch drin. Ja, das kann auch hier rein. wir müssen wieder ins Portal. Ah ja, was ich so geskillt habe. Hier im Passiv-Tree. Ja, ich habe dieses jetzt geskillt. Hier diese vier. Und jetzt bin ich hier Nightstalker geskillt. Gibt sehr viel kritische Strike-Change mit Dolchen. Und hier werde ich dann auch hochgehen. Aber zuerst werde ich hier... wo ist die Chance? Chance. Da. Die Critical Strike-Chance erhöhen. Ich mache wahrscheinlich nur die zwei. Ich brauche noch ein paar Resistenzen hier, ein bisschen live. Natürlich ist hier mehr. Naja, auch nur 8%. Mal schauen.
Irgendwo hier hat mich noch jetzt richtig, genau. Genau, hier kann ich machen, dass meine Dolche beim kritischen Treffer die Gegner vergiften. Ich weiß nicht, wie stark das Gift, aber scheint irgendwie produziell zum Damage, physischen Damage zu sein. Ja, dann hier unten gibt es noch sehr viel, wo ist das jetzt? Da, Multiplayer. Also erhöhte Chancen von kritischen Treffen. Hier noch ein bisschen Movement Speed möchte ich gerne nehmen. Und hier, dieses ist auch sehr wichtig. Doppelte Chance zum Ausweichen von Projektilen. Hier drüben noch der Attack Speed, wäre auch noch schön. Aha. Da noch diese komische. Okay. Jo. Also er wird sehr, sehr stark, das weiß ich jetzt schon. Einer von den Gegnern hat einen Skyen mit diesem Angriff und die geht extrem ab. Die ist ja nur Zweihand, also die hat nicht so einen Attack Speed. Ich da wahrscheinlich auch nicht so eine kritische Trefferchance, wie ich dann später haben werde. Also ja, mal schauen, wer stärker ist dann. Sie hat halt mehr Grundschaden, aber eben ist ja nicht so viel Angriff. Weiß ich jetzt nicht, ob ich nicht stärker werde. Ich hoffe es. Die Dolche haben extrem maximalen Damage. Also mit Glück habe ich dann richtig viel Damage. Viel mehr. Oder es kann sein, dass es Ding habe. So wie ich gelesen habe im offiziellen Forum, da gibt es einen ähnlichen Guide. Der ist ein bisschen defensiv und auf Energy Shield gemacht. Und der hat alles gekloppt. Mit Level 40 ist er in Level 68er Maps gegangen und hat das Tor geklappt. Sogar der Endboss, der sehr stark ist, der richtig für diese Map, hat sich schnell getötet. Der. I almost feel sorry for you, Fairgraves. Dying twice can't be fun. Oh, eine neue schöne Maske. Ich will mal die Quest. Ich glaube, da gibt es Questbelohnung. Fairgraves. Ja, genau, das Book of Skill. Ah, sehr schön. Können wir hier weiter skillen. So, und hier gibt es 6% erhöhte Schaden von Dolchen und 30% erhöhte kritische Trefferchance. So, schauen wir nochmals. Ja. Ne, keine Races. Zu wenig Damage. Ne. Schade. Be careful. Ich halte es nicht so. Ja, das Amulett lege ich mal in die Kiste. Zu der Gilde. So. Ja, ich